und hältst diese Stecknadeln mitten in den Pazifik rein. Das ist das größte Ozean, den wir haben auf der Welt. Die Fläche, die diese Stecknadel umschließt, ist das, was wir wissen. Und der ganze Rest des Meeres ist das, was wirklich noch da ist. Und wir wissen es noch nicht. Das sehe ich genau gleich. Was für mich dann nicht so passt, ist Spiritualität und Schlagfertigkeit. Da habe ich ein Problem, dass du so hast du ein Problem, ja. Und ich erkläre dir auch, warum. Kommunikation an sich. Vielleicht kennst du Celestine, das ist ein schönes Buch von James Redfield, der das geschrieben hat. Kommunikation ist ja eigentlich ein Mittel, um sich auszudrücken, um sich zu verständigen. Hat sehr viel auch mit dem Flow-Zustand zu tun für mich, wenn es eine schöne Kommunikation ist. Und es geht für mich in der Kommunikation eigentlich nicht darum, verlieren und gewinnen. Und bei dir, gerade wenn man das Buch liest, hat man ja oftmals das Gefühl, dass man sich da auf ein verbales Kriegsfeld begibt, wo es halt im Endeffekt darum geht, wer hat den Gewinnerstempel auf der Stirn und wer den Verliererstempel. Und im Celestine-Buch, das wird sehr schön beschrieben, deshalb nehme ich jetzt das Beispiel, gibt es halt eine Stelle, wo es, wenn es darum geht, dass man einen verbalen Schlagabtausch hat, man immer versucht, die Energien, also die Kraftfelder des anderen, im weitesten Sinne zu klauen. Und ich finde, in der Kommunikation sollte es ja eigentlich darum gehen, dass man sich was gibt und man empfängt was. Mhm. Und dein Buch ist ja schon sehr so ausgelegt, dass es dann halt eben um das Verlieren und Gewinnen geht. Und in der Spiritualität geht es ja im Endeffekt, gibt es keine Verlierer und keine Gewinner. Deshalb passt für mich das nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ziemlich lange Frage. Mhm. Okay, also pass auf. Es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht um Gefühle. Es geht um deine Gefühle, wenn du nicht die Antwort hast, die du gerne geben würdest, weil du im Defensiven bist. Und das ist das Prinzip, wie ich das Ganze sehe. Es geht im ganzen Leben nur darum, um Gefühle. Mhm. Alles, was wir tun, machen wir aus einem einzigen Grund. Das lässt sich alles gleich zurückführen, jede Motivation auf eine Urmotivation. Wir wollen ein paar Momente guter Gefühle. Nein, gute Gefühle, das wollen wir. Mhm, ja, das gipfelt dann in Liebe, oder nicht? Ja, gut. Da müssten wir jetzt, aber das war dein Text, war nicht meiner. Ja, ja, kommt ja auch von mir. Ja. Jetzt, also wir wollen gute Gefühle haben. So, und der ganze Kampf, deswegen machen wir Karriere, deswegen wollen wir eine Partnerschaft, deswegen wollen wir Kinder haben, deswegen wollen wir diese Bluse, dieses Auto, deswegen wollen wir im Fernsehen sein. Alles geht um Gefühle, es geht nur um Gefühle. So, und die Menschen kommen in meinem Seminar, um Gefühle auszugleichen, negative Gefühle auszugleichen. Und ich helfe denen dabei. Jetzt hast du hier in dem Buch, es gibt vielleicht, 15% der Techniken, die ich da drin habe, da geht es wirklich um, da gibst du zurück. Aber das geht auch wieder da um Gefühlausgleich. Wenn du scharf zurückgibst, ist vorher was passiert, verstehst du? Da war keiner unschuldig, sondern da hat einer ziemlich scharf geschossen. Und in dem Moment... Genau, aber wenn man dann von den Gefühlen redet, kann ich da ja auch mit positiven Gefühlen... Dass ich halt eben wieder den Pfeil zurückschieße. Das ist schön gedacht, das ist auch sehr ehrenhaft gedacht, nur... Ist es wirklich das, man muss einfach die Welt sehen, wie sie ist und nicht, wie wir sie uns wünschen. Ist es das, das wirklich den Ausgleich bringt, wenn du den anderen dann honorig und liebreizend und anders erwiderst und in dir dreht sich dann denkst, nein, das war gespielt, das war nicht echt. Weißt du, dann gib deinen Gefühlen nach und wenn die Gefühle der Getroffenheit da sind, dann erlaube ich dir, dann darfst du auch so ausgleichen, weil der andere... mit derselben Waffe geschossen hat. Okay, aber wir reden, wie gesagt, von einem Aspekt, zum 15%. Aber den anderen gibt es ja auch. Ja, aber ich habe ja immer die Wahl. Ich kann auch einfach sagen, ich bin verletzt, das hat mich jetzt verletzt und ich möchte da gar nicht reingehen. Wenn du dich gut dabei fühlst, um Himmels Willen, dann mach das so. Da ist also nichts gegen zu sagen. Wenn das dir Ausgleich bringt, ist das das Beste, was du machen kannst. Mhm. Nur vielen Leuten geht es halt nicht so, leider. Also ich habe das Gefühl, Schlagfertigkeit hat ja was im Endeffekt dazu... Oder damit zu tun, oder viele Leute, die wahrscheinlich auch zu dir kommen, die ein Selbstbewusstsein-Defizit haben, die noch nicht wirklich wissen, wer sie sind oder wo sie stehen und die sich dann vielleicht auch erhoffen, im Endeffekt mit einer Schlagfertigkeitstaktik sich selbstbewusster zu fühlen oder mutiger zu fühlen, ein bisschen frecher zu fühlen. Und ich habe mich einfach gefragt, wie viel das dann im Endeffekt einfach auch nur wieder ein Pflaster auf diese Wunde ist, wenn das Selbstbewusstseinsdefizit eine Wunde ist. Oder ob das dann wirklich auch hilft, dass man da Persönlichkeitswachstum
hat, wenn man 6 Stunden Coaching bei dir besucht? Schau, das geht wieder auf die Frage zurück, was war zuerst da, Huhn oder Ei? So, du kannst an 2 Stellen dein Selbstwertgefühl ändern. Entweder du gehst in tiefe Meditation, du machst Suggestionen, das hilft auch, und änderst deine internen Programme. Also das Wichtigste ist die Gedanken über dich selber, die du hast. Was denkst du über dich, der du bist? Dieser Mensch bist du auch. So, über die Schiene kannst du alles ändern. Da kannst du der Fußballstar werden, damit kannst du ein erfolgreicher Geschäftsmann werden, damit kannst du alles werden. Deine Gedanken sind entscheidend. Leider denken wir viel zu schlecht über uns. So wirst du auch schlagfertig oder selbstbewusst oder ein guter Redner vor Publikum. Oder aber du kannst von der anderen Seite her gehen und da gibt es ein Grundprinzip und das heißt, handle mutig und du wirst mutig in der Reihenfolge. Du musst erst Dinge tun, die traust du dir nicht zu, aber du tust sie trotzdem. Du kommst dir endlos bescheuert vor, aber du machst es einfach. Irgendwann bist du hier zum Casting reingelaufen und da hat dir das Herz geklopft und da waren ein paar andere, aber du bist diesen Weg gegangen, auch das Risiko des Scheiterns steckt da ja immer drin. Du hättest dich blamieren können und all das. Aber so entsteht Fortschritt. Du musst Dinge wagen, die du nicht zutraust. Und man kann auch über die technische Seite kommen. Aber ich komme immer mehr dazu, auch von der anderen Seite ranzugehen. Und da helfe ich den Leuten. Also wenn du eine Technik lernst und die entgegen deiner Unsicherheit anwendest, wird dir nicht immer gut gehen. Blödsinn. Gut, dann erklär mir jetzt mal die Technik. Einfach. Wenn ich die Technik. Pass auf, wir haben 245, welche willst du haben? Also diejenige, die immer funktioniert. Die gibt es natürlich nicht. Es gibt keine Technik, die immer funktioniert. Echt? Nein, das ist aber Blödsinn. Schade, das ja, wäre jetzt wünschen die Quintessenz. Ja, aber sag mal, irgendwas im Leben, was immer funktioniert. Alles, was den Menschen betrifft, das funktioniert nur zu Mehrheiten. Wer dir dann was anderes glauben macht, ist ein Scharlatan. Das gibt es nicht. Es gibt immer nur... Gut, aber bei dir gibt es ja mindestens drei Techniken, die dann funktionieren, wenn man 3 Techniken Also gut, ich sage mal eine ganz einfache, die die Zuschauer da draußen auch ziemlich schnell anwenden können. Also so. Ich mache vielleicht auch noch ein Beispiel und dann erkläre ich die Strategie dahinter. Dann sagt einer, was machen Sie da? Und du antwortest, ja, was denken Sie denn, dass ich hier mache? Jetzt passiert Folgendes. Es gibt der andere eine Antwort, obwohl er dich angegriffen hat. Der Trick besteht darin, Rückfrage. Also du kriegst irgendwas auf den Kopf zugeschossen und du knallst eine Frage zurück. Und das Schöne ist, wir haben Antwortreflex. Der sitzt drin. Wie heißt deine Mutter mit Vornamen? Ja, jetzt will ich dir natürlich den Namen sagen. Ja, sag's doch einfach. Komm, es interessiert jetzt die Zuschauer. Sag's doch bitte. Elisabeth. Na, Elisabeth, super. Und sag mir doch mal, wo steht dann in deiner Wohnung das Sofa? Kannst du das Couch? Kannst du mal beschreiben? Unter dem Fenster. Ach so. Gut. Also siehst du, wir haben diesen Antwortreflex, du kannst also den steuern. Und vor allem, ich kann auch bestimmen, das ist das Spannende, an was du gleich denken wirst. Über diese Fragen. Also du warst sofort, nachdem ich dich mit dem Sofa gefragt habe, warst du in Gedanken in deiner Wohnung. Ich habe bestimmt, woran du denkst. Und das ist ganz wichtig für die Schlagfertigkeit, weil Ablenken ist was Faszinierendes. Also du kannst, wenn du das richtig einsetzt, kannst du in den Köpfen deines Gesprächspartners rumfuhrwerken. Du kannst bestimmen, an was der gleich denken wird. Und das macht man also in der Schlagfertigkeit, nachdem du irgendwie eine kurze, prägnante Antwort gegeben hast, mit anderen Techniken, egal welcher Technik, fügst du dahinter einfach eine Frage an, um den anderen seinen Fokus auf irgendein anderes Feld zu lenken. Und dann wird es verdammt schwer, zurückzukommen. Ist nicht ausgeschlossen, aber es macht es unwahrscheinlicher. Und so mit solchen Strategien kommst du halt in Gesprächen besser zurecht. Gut, aber dann brauchen wir natürlich dann auch wieder ein Übungsfeld. Ja, Übungsfeld ist der Arbeitsplatz. Der Alltag. Der Alltag. Der Arbeitsplatz. Ja, da ist... Also dann bitte ich dann...